Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Ja, ihr Lieben, wir starten jetzt auch endlich rein in Nightingale mit ein bisschen Verspätung. Aber jetzt geht's endlich los und Mann, was kann ich euch sagen, habe ich Bock auf dieses Spiel. Eins der wenigen Spiele, wo ich nach dem ersten Trailer schon so gehypt war und drauf gewartet habe, wie ein kleines Kind auf Weihnachten wartet, dass das Spiel rauskommt. Es hat mich einfach alles angesprochen. Das Setting irgendwie 18. Jahrhundert, so viktorianisch angehaucht, natürlich auch Steampunk-Elemente, dann die fantastischen Welten drumherum, die Kreaturen, was man in den Trailern schon sehen konnte, wie das gemacht ist, mit diesen Portalen irgendwie durch verschiedene Welten zu reisen und wo man auch ein bisschen Einfluss wohl drauf nehmen kann. Also einfach alles hat mich sowas von angesprochen. Deswegen, ich bin so gespannt, was uns erwartet. Hab richtig, richtig Bock, da reinzustarten. Hab jetzt auch im Vorhinein extra mich mit nichts gespoilert. Alles, was mit Nightingale irgendwie zu tun hat, habe ich mir nicht angeguckt, wirklich. Ich kenne nur die Trailer und das, was die Entwickler halt so über ihr Spiel vorher berichtet haben. Und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich rein, weil wir jetzt schon lange genug gewartet haben. Charakter habe ich uns soweit schon mal erstellt, weil da kann man in dem Spiel echt einiges an Zeit rein versenken. Ich bin nicht der Typ, der da super viel Zeit drin versenkt in so einen Charaktereditor, aber man hat die Möglichkeit. Der hat wirklich viele, viele Optionen. Wir können mal kurz durchgucken so ein bisschen. Für die Leute, die da wirklich gerne viel Zeit drin rein investieren in so eine Charaktererstellung, das kann man hier auf jeden Fall machen. Man hat erstmal natürlich ganz normal eine Vorauswahl an einigen Gesichtern, kann so ein bisschen das Alter bestimmen, das Geburtsjahr hier halt, ein paar Stimmen zur Auswahl. Dann kann man sich einen Beruf aussuchen. Ich habe jetzt uns den Offizier rausgenommen, weil hier steht, dass er sich an harte Umweltbedingungen und so weiter ganz gut anpassen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Auswirkung hat auf das Spiel, aber wir testen das mal aus. Dann kann man sich sogar hier eine Abstammung einstellen bis hoch zu den Urahnen. Ich habe jetzt erstmal nur eine Mutter und einen Vater eingestellt. Dann kann man hier an dem Erbe auch so ein bisschen gucken, ob man mehr nach der Mutter oder mehr nach dem Vater kommt. Ich habe ein bisschen jetzt so, dass wir mehr nach unserem Vater kommen, das so eingestellt. Zum Beispiel jetzt, dann kann man hier unglaublich viel an Details einstellen, was das Gesicht nochmal so im Genauen angeht, auch wenn noch nicht alles verfügbar ist, aber hier kann man wirklich, wirklich Zeit investieren, sage ich mal. Es gibt schon einiges an Frisuren, Augenbrauen jetzt noch nicht so viele, ein paar Bärte zur Auswahl. Und hier sieht man schon, man kann wirklich auch die ganze Kopfform einzeln nochmal so ein bisschen bearbeiten. Ich habe da jetzt wirklich nicht so viel Zeit reingesteckt, aber schon ein klein bisschen was, um uns irgendwie so einen Charakter zu machen, der für meinen Geschmack einigermaßen in die Zeit passen würde. Also ich bin sehr, 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 sehr begeistert. So, jetzt können wir doch hier, glaube ich, noch den Schwierigkeitsgrad einstellen. Grundausrüstung, vorsichtiger Flüchtling. Ich glaube, wir spielen mal auf Mittel. Das sollte die normale Schwierigkeitsstufe sein, denke ich mal. Einmal für uns selber irgendwie. Und dann können wir auch die Schwierigkeit der Welt einstellen. Ich glaube, das lassen wir auch einfach mal auf Mittel, würde ich so sagen. Und ich würde sagen, soweit sind wir startklar. Ich kann es eh kaum noch abwarten. Auf geht's. Rein in Nightingale. Wir sind natürlich der Flex. So. Und wir starten ganz gemütlich rein, Leute. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe noch nicht mal reingezockt. Nichts, mir nichts angeguckt. Nur die Trailer und was man halt vorher schon über das Spiel wusste, um da komplett alles mit euch zusammen neu zu entdecken. Ich bitte auch da ganz, also dass ihr mich bitte nicht spoilert mit irgendwas und mich das einfach selber entdecken lasst, weil das macht am meisten Spaß. So kommt es halt im Video auch am allerbesten rüber, wenn ich Sachen eben mit euch zusammen ganz neu entdecke und ganz neu erlebe. Ich habe auch gehört, das Einzige, was ihr geschrieben habt vorhinein, ist, dass das Spiel erstmal langsam anfängt und dass man da langsam reinkommt, dass es nicht so einen schnellen Start hat, dass auch erstmal viel irgendwie, dass viel erzählt wird erstmal. Aber das finde ich gar nicht schlecht. So kann man richtig eintauchen in die Spielwelt. Ich bin super gespannt drauf und würde sagen, wir legen los, Leute. Zack, spielen. Auf geht's. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale, only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not
all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realmwalker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Hat mich gleich abgeholt, muss ich mal sagen. Allein schon die Bilder wieder und die Stimme und überhaupt. Bin ich gespannt, Leute. Wie gesagt, wir lassen uns Zeit. Wir gucken uns das alles gemütlich in Ruhe an. Ich will in solche Welten immer richtig eintauchen. So, was haben wir hier? Unbekannte Welt. Weltkarten nicht verfügbar. Anwesende Fraktionen nicht verfügbar. Okay, was auch immer das heißt. Wir drücken Reise fortsetzen. Oh, Leute, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. So, da sind wir anscheinend. Let my words steer your steps. Oh, allein schon der erste Blick hier, Leute. Sieht das schön aus, schon nur das hier. Oh, finde ich super. Alles klar, okay, dann gehen wir mal los und gucken. Wahnsinn. Alles klar. Oh, cool. Hier liegen auf jede Menge Reste rum, die anscheinend mit uns durch das Portal durchgekommen sind. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal los, Leute. Wir gehen erstmal los. Ich bin... Wow. How now, Fleshling? Whither wander you lost in our Feywilds? Boah, ist das gut. Können wir gerade mal festhalten, wie cool diese Synchronstimme ist? Da brauche ich gar keine deutsche Stimme jetzt. Das ist ja super. Da reichen die Untertitel. Das passt so gut gerade. Hallo? Wer schreit? Oh, es ist so gut, Leute. Ich liebe sowas. Ne? So fantastische Welten. Die Stimme tut ihr übrigens bei, die Atmosphäre aufzubauen hier gerade mal. Ist das... Sieht das toll aus. Sieh, da vorne ist einer. Before those bound fiends sniff out your despair. Okay. Bestien können uns riechen. Das hört sich nicht gut an. Hallo, wer bist du? Du bist Puck. Hallo, Puck. Shadows abound. Yet, like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards. Play them and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Omosit inconul ome. Hurry yonder toward portal and apparatus, so you, bare child of earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with We Fey afford many wonders yet unseen. Oh, die Stimme ist so gut, ne? Ist das gut gewählt? Gefällt mir. Ich werde das jetzt also, was der erzählt, uns nicht vorlesen, Leute, weil da müsste ich ja über seine Stimme drüber quatschen. Deswegen machen wir das mal so, würde ich sagen. Okay, wir sollen hier an den Apparat, oder wie? Begeben Sie sich in die Waldnebenwegwelt. Okay. Weltkartenmaschine. Biomkarten, große Nebenkarten. Ja, da haben Sie ja erzählt, irgendwie den Weg, dass man da irgendwie sich seine Welten völlig frei dann am Ende irgendwie zusammenbauen kann durch diese Karten und dann bestimmen kann, wie die nächste Welt wohl aussieht. Ich bin da so gespannt drauf. Waldkarte. Spielt diese Karte, um einen dicht bewaldeten Welt zu suchen. Okay. Nebenkarte. Spielen Sie diese Karte, um eine kleine, vorübergehende Welt zu suchen. Leute. Super. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Oh, da kommen welche. Alles klar, Abflug.
Hat mich jetzt schon völlig gepackt. Liegt vielleicht auch an der Stimme von dem Erzähler, wirklich, die ist, also von dem Puck, die ist super gewählt. Ein Schuss ins Herz eines Tieres mit einer Distanzwaffe ist nicht selten tödlich. Gut zu wissen. Alles ist bereit. Reise fortsetzen. Ja, wir reisen. Oh, wie gut, Leute. Da ist er wieder. Hey, Puck, wie geht's? Myself among the fortunate few who managed to flee the Pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink. And these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question. Wilt thou be a survivor? The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch, purloined off the corpse of a realm walker. Okay, wir kriegen ein Handbuch. Like close companions. Handbuch und eine Uhr gibt er uns. The man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Oh, under this mask, you wonder, I am Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night, the last furtive Fae to grace your kind. Cool. Gefällt mir auch, dass er uns Fleischling nennt, finde ich schon gleich cool. Und irgendwie muss ich gerade mal sagen, dass der Name kommt mir jetzt doch so ein bisschen bekannt vor, irgendwie Puck. Und auch was er gerade gesagt hat. Als wenn ich das irgendwoher anders kenne, mir fällt nur nicht gerade ein, woher. Leute, guckt euch das mal bitte an. Wenn das nicht gerade die ultimative Märchenwaldstimmung hier erzeugt. Was soll man machen? Rohe Beeren nehmen. Okay. Nebenhandgegenstände. Nebenhandgegenstände benutzen. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in ihrer Nebenhand halten. Okay, wir haben also anscheinend eine Haupthand und eine Nebenhand. Alles klar. Ach, guck mal da unten. 1, 2, 3, 4, 5. Haupthand. 6, 7, 8, 9, 0. Nebenhand, grob vermutet. Lass uns erstmal kurz... Hallo, an was hänge ich fest? Ah, Baumstumpf. Lass uns kurz mal erstmal... Oh, was können wir noch sammeln? Stöcke auch. Okay, dann kommen wir erstmal an. Boah, Leute. Ich bin ja gerade mal sowas von umgehauen. Ist das schön. Oh, mit der Lichtstimmung hier gerade. Und guck mich mal das Wasser bitte an. Hallo? Ah, nur ein Hirsch. Und auch die Tierchen... Sieht das gut aus. Ist das stimmig. Boah, das ist, ich würde sagen, das ist fast das beste Wasser, was ich seit langem gesehen habe. Mit den Wellen hier, mit dem Wellengang, wie das aussieht. Einfach nur schön. Ihr macht ja hoffentlich nichts, ne? Wenn ich euch zu nahe komme. Was können wir hier? Wir können hier nochmal sammeln. Was kriegen wir da raus? Zeigt er uns nirgendwo an, was wir hier aufnehmen. Aber wir können es aufnehmen. Wir sollen auf jeden Fall aber erstmal rohe Beeren essen. Wie essen wir die denn jetzt? Essen Sie rohe Beeren auf F statt da, ne? Können wir irgendwas benutzen? Verzehren Sie Nahrung, um Ihren Hunger zu stillen. Wenn Ihr Hunger auf einen zu niedrigen Wert fällt, nimmt Ihre maximale Gesundheit langsam ab. Ist Ihr Hunger zur Neige gegangen, stellen Sie Gesundheit wieder her. Alles klar. Okay, dann sammeln wir erstmal. Steht ja einiges rum hier. Stöcke, wir nehmen erstmal auf. Wir nehmen erstmal auf, wie in jedem Survival-Spiel. Ah, ist das gut, Leute. Atmosphäre hat mich jetzt schon völlig gepackt. So, so schön. Deswegen machen ganz in Ruhe und genießen auch die Spiele. So wie immer. Und die Welten. Da kam übrigens auch neulich ein Kommentar rein. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Da hat nämlich jemand geschrieben, dass genau, dass ihr das genau mögt, dass ich eben so spiele. Und dass das Gefühl da ist von euch, halt, dass bei vielen großen YouTubern heutzutage einfach nur durch die Spiele durchgehetzt wird. Und sich kaum noch einer Zeit nimmt, überhaupt die Spiele richtig zu genießen und die Welten.
Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, dass ihr das bei mir halt mögt, dass wir wirklich so auch in Ruhe ankommen und auch richtig eintauchen in die Spielwelten. Weil das macht auch Spielen aus, Leute. Aber das habe ich auch geschrieben, es ist halt dem Konkurrenzdruck geschuldet heutzutage, dem auch alle großen YouTuber unterliegen. Man muss halt immer überall der Erste sein. Man muss das erste Video hochladen zu dem Spiel, man muss der Erste sein, der in dem Spiel irgendwas entdeckt, man muss der Erste sein, der, keine Ahnung, den Boss besiegt, man muss der Erste sein, der was auch immer schafft, damit man mit seinem Video möglichst viele Leute erreicht und, glaube ich, gleich so einen Titel wählen kann, wo drin steht irgendwie, das und das zuerst erreicht, den und den Boss schon gelegt, das und das schon gemacht. Und das ist ja was, worauf ich gar keinen Bock habe, so durch Spiele durchzuhetzen. Ich will die Spielwelten genießen. Und die Spiele genießen. So, haben wir jetzt irgendwie, was müssen wir noch? Wir müssen Steine die ganze Zeit sammeln. Wir haben schon jede Menge gesammelt. Wir müssen Steine sammeln. Steine liegen hier nicht rum. Wo liegen denn Steine rum? Oh, hier. Da liegen Steine rum. Ah, okay, wir können diese kleinen Steinhäufchen sammeln. Okay, wir sammeln kleine Steinhäufchen. Errichten Sie ein Lagerfeuer. Sie können sich Entwürfe aneignen und Gebäude oder Objekte platzieren und errichten zu können. Öffnen Sie Ihr Handbuch. Okay, machen wir sofort. Ich will aber erstmal noch ein bisschen gucken. Oh, ah, cool. Da brauchen wir eine Spitzhacke zum Abbauen. Okay. Auch das hier, das sieht so cool aus, Leute. Wie das mit dem Himmel gemacht ist hier. Wunderschön. Ich hoffe, das läuft doch alles flüssig. Bei mir läuft auf jeden Fall alles butterweich. Wenn ich gucke, ich habe 70 FPS hier. Aber das heißt nicht, dass es in der Aufnahme immer flüssig läuft. Ist mir auch bei den letzten ARK-Folgen aufgefallen, dass die gar nicht so... Also, dass für mich alles super weich und flüssig aussieht, wenn ich das zocke. Aber im YouTube-Video wirkt es doch teilweise ein bisschen... Also, nicht mehr ganz so butterweich, wie ich selber für mich sehe hier. Das ist halt ein bisschen der Aufnahme geschuldet. Deswegen hoffe ich, dass das hier alles butterweich läuft, Leute. Okay, haben wir jetzt Steine? Wir sollen Lagerfeuer bauen. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Portal, ne? Ich glaube, es ist erstmal egal. Wir bauen erstmal jetzt dieses. Wir gucken erstmal, wie wir rein. Wir kommen erstmal rein, Leute. Das ist ja sowieso das Tutorial, würde ich mal schwer behaupten. Herstellung, Grundlagen und Reparieren. Lagerfeuer. Platzieren. Oh, was haben wir denn? Ich höre einen Herzschlag klopfen. Wir hauen das erstmal hier hin. Ressourcen hinzufügen. Hat er gemacht. Bauten wie etwa das Lagerfeuer können zum Kochen bzw. zum Verbessern und Herstellen von Gegenständen benutzt werden. Werkbänke und andere Stationen in Nightingale haben mehrere Interaktionspunkte. Interagieren Sie mit der Feuerstelle des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Nachdem Sie das Lagerfeuer entzündet haben, können Sie mit dem Kochtopf im Kochtopfbereich des Lagerfeuers interagieren, um zu kochen. Wählen Sie Rezepte und Zutaten aus und drücken Sie anschließend Herstellen, um zu kochen. Okay, Brennstoff hinzufügen. Ah, wie gut, guck mal hier, zeigt an, wie lange das brennt. Wir nehmen mal hier, wir nehmen erstmal das. Bisschen Pflanzenfasern, 3 Minuten Brutzels, Kochtopf, gebratene Beeren, rohe Beeren hinzufügen. Ja, automatisch befüllen, Brennstoff 1, 2, 3, was heißt denn das? Ah, okay, wir können einfach mehrere Portionen gebratene Beeren machen. Okay, herstellen. Oh, gefällt mir, Leute. Was ich auch so gespannt bin, war in den Trailern, hat man das ja schon gesehen, auf das Bausystem. Weil es gibt wohl so viele verschiedene Stilrichtungen, in die man gehen kann und auch, was man da schon gesagt hat, an Einrichtungen und an verschiedenen Bauteilen. Ich bin so, so gespannt. So, wir haben unsere Bärchen. Wir haben auch noch ein paar Ruhebärchen. Ich esse nochmal welche. Ich glaube, wir haben ziemlich Hunger, ne? Kann das sein? Deswegen klopft uns, glaube ich, das Ganze hat das Herz. Wir essen nochmal so eine rohe Beere. Und essen nochmal so eine rohe Beere. Und dann essen wir mal eine gekochte Beere. Essen Sie gebratene Beere. Einmal gebratene Beere essen. Okay, jetzt haben wir gebratenes Fleisch gelernt. Wo ist Puck? Da ist er. Hallo Puck, wir haben gegessen. Wir sind zwar nicht ganz satt, aber so einigermaßen. Wir haben auch ein bisschen Lebensenergie schon verloren. You've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet. But at least you persist. Yep. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. One which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Wie soll man schon wieder? Ich will aber noch gar nicht weiter. Puck.
Ich will noch gar nicht weiter. Warum soll man jetzt schon weiter? Wir sind doch gerade erst angekommen. Hallo, ihr. Wollen wir nicht wenigstens erstmal nochmal ein bisschen gucken? Oder zumindest erstmal nochmal was zu essen überhaupt mitnehmen? Wir sind noch nicht mal komplett satt. Vielleicht sollten wir erstmal so viel essen, dass wir auf jeden Fall komplett satt sind. Boah, ich bin so umgehauen davon. Ist das super. Guck mal, wir nehmen was mit. Was sagt unser Inventar überhaupt? 18 Steine, 43. Hier, Pflanzenfasern. Nimm mal Pflanzenfasern mit. Davon haben wir jetzt nur noch ganz wenig in der Tasche. Aber solange hier noch die Bärchen wachsen, nehmen wir ruhig mit, bis wir ganz satt sind, oder? Und das hier alles nur Pflanzenfasern. Das zeigt auf jeden Fall auch schon mal an, dass wir irgendwie eine Sichel hier immer, ne? Wahrscheinlich gibt es auch noch eine Sichel dann, der man vielleicht besser Pflanzenfasern abbauen kann. Ich find's gut. Ich find's super gut. Und die sind auch richtig toll gemacht schon hier, die Hirsche und Rehe. Scheint nicht mehr so viel Bärchen zu wachsen. Aber ich würde schon gerne noch so eine Portion mal essen hier, um uns auf jeden Fall satt zu machen. Oh, wahrscheinlich können wir mal jetzt weitergehen. Wahrscheinlich wird es ja auch was zu essen geben. Ah, guck mal, hier wachsen noch mal ein paar Bärchen. Nehmen die mit. Die auch. Noch ein paar Fasern. Hier die Blumen, das gibt alles Fasern hier, ne? Das Zeug, so wie es aussieht, das auch. Das. Wie gut haben wir eigentlich ein Gewicht? Ja, okay, wir haben einmal Inventarplätze und wir haben einmal Gewicht. Was heißt denn das hier? Charakterausrüstung. Ach so, ah, okay. Ich dachte schon, haben wir schon vielleicht ein Level up? Nee, Ausrüstungsbewertung. Alles klar. Okay. Sieht aber aus, wenn wir hier wirklich auch nichts machen können. Das ist wahrscheinlich doch wirklich erstmal nur das Tutorial hier. Na gut. Dann, weiß ich nicht, brutzeln wir uns nochmal so eine Ladung. Bärchen weg. Und dann gehen wir mal zum Tor. Kann man das irgendwie aufteilen, wie viel ich da reintun möchte? Nee, er macht das immer. Kann ich das irgendwie, können wir die Stapel irgendwie aufteilen? Sieht nicht so aus. Ausgewählt ist hinzufügen. Ach doch, so, okay, alles klar. Dann fügen wir mal nur so 5 hinzu. Anzünden. Reicht ja hoffentlich, um nochmal... Ach guck mal, gemischte Pflanzen können wir auch machen. Gebratene Beeren. Hau nochmal rein. Ja, und herstellen. Dann haben wir ein paar Ruhebärchen und ein paar gebratene Bärchen. Gegenstand nehmen. Oh, zugehauen. Ist nochmal ein paar von den rohen Bärchen. Und nochmal ein paar von denen. Und nochmal ein paar von denen. Und die gebratenen behalten wir mal in der Tasche. Okay, gehen wir zum Portal und gucken mal, wie es weitergeht. Biomkarte. Wüstenkarte. Oh, wie cool. Es soll ja irgendwie, ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall verschiedene Biome und es soll auch im Laufe des Spiels noch mehr dazu kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt gibt. Ich meine, die hatten irgendwie in den Trailern oder in der, hatten sie halt gesagt, dass es irgendwie 3 sind bis jetzt, aber dass es irgendwie deutlich mehr werden sollen. Weltschwierigkeit Mittel. Das kann man jedes Mal nochmal neu einstellen? Oder wie? Ja, wir lassen es mal auf Mittel. Wenn man das während des Spiels ändern kann, ist ja gar nicht schlecht. Wenn man merkt, dass es doch zu schwer ist, können wir das ja nochmal ändern. Okay, nächstes Portal geht auf. Raus aus dem Wald, rein in die Wüste. Sie können aus den meisten Gegenständen Ihres Inventars Essenzstaub extrahieren. Okay, was auch immer Essenzstaub ist. Schön, dass wir ihn extrahieren können. Ah, wie gut. Also ich bin, wie gesagt, ich bin so, so begeistert schon gewesen von den ersten Bildern. Von den ersten Trailern. Und bis jetzt holt es mich auf jeden Fall sehr ab, das Spiel. Aber auch hier die, unsere Taschenuhr, die hier, das ist schon, ich find's super. Reise fortsetzen. Oh, heiß. Heiß. Bringt das immer? Ja. Wie gut. Riecht ja gleich Scorched Earth Feelings auf einmal hier. Ab in Schatten, um der Hitze zu gehen. Guckt euch hier mal den Ding und die anderen. Oh, ist das, ich finde, auch wie die Steine, wie das Licht hier reinfällt.
Boah, Wüstenwelt hat mich auch schon sofort gepackt. Puck! Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the Realm Walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your Nistfähigkeiten. Prowess and avoid exhaustion, while I scour for the next byway. Okay. Stelle Zelt aus Stöcken bauen. Können wir uns auch hier erstmal bitte umgucken? Machen wir, ne? Puck, bevor wir irgendwas bauen. Boah, ist das schön. Ist das stimmig. Ist das gut. Aber sobald wir in die Sonne kommen, wird es aber extrem hier. Oh, guck mal da, was ist das? Oh, wie cool, Leute. Allein das Vieh jetzt da drüben. Da rennt noch einer davon. Keine Ahnung, ob die gefährlich sind. Wie viel ist die Hitze gefährlich? Oh, oh, er grunzt, er grunzt. Geh mal in Schatten. Er hat auf jeden Fall irgendwie Stöcke hingeschmissen, ne? Warum ist denn hier heiß? Wir sind doch im Schatten. Bleib mal im Schatten. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Okay, lass uns mal ganz kurz gucken dann. Überleben. Zelt aus Stöcken platzieren. Oh, einigermaßen groß. Das dürfte uns ja auch hoffentlich Schutz vor der Sonne bieten. Wir stellen das mal hier so ein bisschen halb in die Sonne, halb in Schatten hier und gucken mal, ob uns das vor der Hitze schützt. Platzieren, Baumaterial rein, Schlafsack. Oh, gefällt mir von der Optik. Hat was und einfacher Unterstand hier. Okay, Schlafsack. Da. Platzieren. Loser Untergrund, Komfort. Oh, wie cool. Komfortsystem scheint es zu geben. Wie in, sag mal schnell, wie in Valheim. Verhältnisse von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Wenn ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren sie maximale Ausdauer und sterben, wenn diese Null erreicht. Okay, die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmendem Komfort, mit zunehmender Komfortstufe ihres Bettes. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtung erhöhen die Komfortstufe. Höhere Komfortstufen ergänzen unterschiedliche Bonuswerte zur Gesundheit und aus. Hat wirklich was von Valheim. Für das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Die Errichtung des Schlafsacks in einer Unterkunft erfüllt die notwendigen Anforderungen. Okay, dann ruhen wir uns aus. Ach, guck mal, das Blaue. Ah, als dachte ich jetzt, das Blaue ist unser Durst. Das Blaue ist also Ausdauer. Also haben wir keine extra Anzeige für Durst, sondern nur eine für Hunger. Provisorische Gegenstände erstellen. Drücken Sie C fürs Crafting-Menü. Provisorische Fackel, provisorische Holzaxt. Okay, stell mal her. Herstellen. Herstellen. Haben wir keine Pflanzenfasern? Haben wir keine Pflanzenfasern? Okay, Axt. Sichel. Okay, cool, Leute, wir lernen unsere ersten Werkzeuge. Gefällt mir. Können wir damit jetzt vielleicht ganz gut Pflanzenfasern ernten hier mit der Sichel? Lass mal gucken. Können wir hier draufhauen? Den Baum haben wir auch getroffen. Haben wir mal keine Pflanzenfasern rausbekommen. Okay, dann gucken wir mal ein bisschen. Versuchen natürlich im Schatten zu bleiben. Was gibst du Pflanzenfasern? Ah, können wir nur so sammeln. Okay. Nee, die geben das Aloe. Okay, da pflücken wir die Blumen. Alles klar. Können wir nur sammeln. Müssen auf jeden Fall aus der Sonne raus hier. Zap, zap. Steine ruhig auch nochmal ein paar. Können wir dich abernten? Gibt, glaube ich, ein bisschen Pflanzenfasern. Die können wir nicht ernten. Okay. Oh, guck mal da. Diese schwebenden Blöcke.
Sieht sehr, sehr cool aus. Was rennt denn da? Da rennen noch andere Viecher rum. Fliegen bzw. Viecher rum. Oh, Ausdauer ist runter. Lauf, 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 lauf. Raus aus der Sonne. Kommt hier irgendwo nochmal Schatten? Ja, hier drüben. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid auch friedlich. Ihr seht aus wie so kleine... Sehen die alle gleich aus? Nee, die sehen unterschiedlich aus. Oh, wie cool, was auch immer ihr seid. Ich hoffe, friedlich. Okay, da können wir auch nicht draufhauen. Können wir das hier... Boah, Hitze, was? Oh, Wasser, Wasser, Wasser ist, glaube ich, gut. Vielleicht hätten wir unser Zelt hier hinstellen sollen. Nicht genug Ausdauer. Aber jetzt haben wir einiges an Pflanzenfasern. Lass uns mal gucken. Jetzt müssten wir eigentlich herstellen können hier. Was ist das? Der Bergmannspickel? Herstellen. Jagdmesser herstellen. Und die Fackel brauchen wir natürlich auch noch. Haben wir da auch noch genug für? Ja. Oh, da ist schon wieder Puck. Ach guck mal, die Fackel haben wir also in der Nebenhand. Können wir die auch wegtun, indem wir vielleicht jetzt irgendwie hier auf die... Ja, können wir. Alles klar. Hallo, Puck. It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. Okay, er ist nicht so beeindruckt von unserem Unterstand und den einfachen Sachen, aber ich finde es super, Puck. Ich bin sehr stolz You'll auf uns. Need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Bin ich voll bei dir, Puck. And speak of your ill-favored constructs no more. One final byway of muck and mire, then this path of beginnings shall fork unbounded into whatever endings you seek. Okay, wir müssen schon wieder weiterreisen. Wir haben auch irgendwie jetzt... Hier gab es gar nichts zu essen, ne? Wir essen nochmal... Oh, nee, nicht so. Musst du so essen. Wir essen ruhig nochmal was. Wie er unseren Unterstand schlecht macht. Und unser Lager, unseren Schlafsack und auch unsere Werkzeuge. Dabei haben wir doch schön gebaut. Was meckert er daran rum? Puck, was meckerst du daran rum? Weltkartenmaschine öffnen. Sumpfkarte? Oh, hört sich auch gut an. Stiefel, die im Schlamm versinken. Ein Bild, das jene Weltenbanner, die schon einmal die Sümpfe durchschritten haben, nur zu gut kennen. Diese Karte scheint ihren Besitzer anzustarren wie eine im Morast lauernde Kreatur. Alles klar, ab in den Sumpf. Obwohl die Wüste, wenn es hier nicht so extrem heiß wäre. Optisch finde ich sehr, sehr cool. Was? Was? Hoffnungsecho freisetzen? Der Schleier zwischen uns. Überlegung am Ende der Welt. Oh, ich will eigentlich weitergehen, Leute. Ich lasse das mal kurz stehen. Dann könnt ihr das selber vielleicht Pause machen und durchlesen, weil ich will jetzt nicht so lang Text lesen, tatsächlich. Ich will erstmal weitergehen. Vielleicht können wir da später nochmal reingucken. Wir kriegen bestimmt irgendwie so ein kleines Tagebuch oder sowas. So ein irgendwie Journal oder Notizen, wo wir das nochmal durchlesen können. Weil ich will erstmal die Welt jetzt angucken. Wird auf jeden Fall eine super XL-Folge. Die erste Folge. Wahrscheinlich sogar die ersten paar Folgen. Mit zunehmender Weltenmacht erhalten sie Essenzen. Höhere Essenzen, Welten. Okay, auf geht's. Reise fortsetzen. Jetzt haben wir schon mal drei Biome kennengelernt, ne? Hallo, ich hab drauf. Reise fortsetzen. Spiel. Hallo? Hallo, Spiel. Reise fortsetzen. Was ist denn los? Warum können wir nicht weiterreisen? Was stimmt nicht? Er lädt nicht. Ich kann immer wieder draufklicken. Es wird nicht geladen. Warum nicht? Was ist denn hier los? Spiel? Hm. Wir will uns nicht reinlassen ins Spiel. Warum nicht? Haben wir irgendwas vergessen einzustellen? Nee. Ich höre doch auch schon Vögelchen zwitschern und sowas, aber wir kommen nicht rein. Hm. Keine Ahnung. Ist es abgestürzt? Okay, nee, doch nicht. Alles klar.
Doch, Netzwerkfehler ist aufgetreten. Oh Mann. Und jetzt können wir jetzt... Okay, lass mal gucken. Hat's uns rausgeschmissen? Naja, gehört auch dazu bei einem Early Access-Spiel. Ich will mich gar nicht beschweren. Liegt halt daran, dass man dauerhaft im Internet hier verbunden sein muss. Bei dem Spiel ist das auch einiges, wo ich beim Steam schon mal reingeguckt habe, jetzt nur in die Bewertung, da haben sich einige darüber beschwert, dass man dauerhaft online sein muss. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber ist jetzt auch nicht, für mich ist das kein Beinbruch. Es sei denn, sowas passiert vielleicht. Netzwerkfehler ist aufgetreten. Ist mein Internet abgeschmiert gerade? Das wäre natürlich super. Machen wir die erste Folge, wollen schön reinstarten und mir schmiert das Internet ab, oder wie? Ich kann aber auch auf meinem Dings nicht sehen, ob ich... Ich muss gleich mal gucken. Wenn ich jetzt nicht einen kleinen Schnitt, Leute, das war reinkommen. Das liegt dann gar nicht am Spiel, liegt, glaube ich, gerade an meinem Internet hier. Ganz einfach und simpel. Oh Mann, Spiel, jetzt mach doch nicht sowas. Oh, beziehungsweise mein Internet, mach doch nicht sowas. Okay, Liebe, ich setze einen kleinen Schnitt. Wir kommen gleich wieder und dann sind wir hoffentlich im Spiel drin. Ich muss mal kurz gucken, was mein Internet hier so macht an Zicken. Kleiner Super-GAU schon wieder, aber gut. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Da kann man jetzt auch nichts dran ändern, wenn man das Internet gerade mal Ärger macht. Ich mache kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn mein Internet wieder einigermaßen funktioniert, ihr Lieben. So, Leute, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Wir klicken auf Reise fortsetzen und kommen jetzt hoffentlich in die Sumpfwelt. Okay, wir müssen erst nochmal wieder durchlaufen. Alles klar? Wir sind noch in der Wüstenwelt. Dann also jetzt rein in den Sumpf. Und hoffen wir mal, dass das Internet jetzt mitmacht. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es ist wirklich nicht so schlimm. Was soll ich auch daran machen jetzt? Das sind Sachen, äußere Einflüsse, an denen ich nichts machen kann halt. Die nicht beeinflussbar sind von mir. Hoffen wir einfach, dass wir jetzt reinkommen hier. Und dass es im Laufe des Spiels nicht so oft passiert, dass mein Internet irgendwie zicken macht. So, also, Reise fortsetzen. Ah ja, wir sind da. So geht's doch. Normalerweise habe ich damit auch gar keine Probleme. Also mein Internet läuft immer ohne Zicken und eigentlich immer stabil. Aber natürlich genau, wenn wir so ein Spiel spielen, wo wir was brauchen, macht's mal Ärger. Aber gut, weiter geht's. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. The bound guard Fae archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. While I know man's impulse is to flee, without pluck, you're sure to expire. Prepare yourself, Realmwalker. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. Ist auch cool, die Animation, wie er sich hinsetzt und schnippt, das ist super. Kommt mir aber auch irgendwie so bekannt vor. Irgendwie kommt mir der ganze Puck bekannt vor. Okay, und das ist jetzt die Sumpfwelt. Sieht auch wunderschön aus hier, Herbstwaldfarben. Oh, Knochen, Raubtierklasse 1 nehmen, Fell, Raubtierklasse 1 nehmen. Okay. Müssen wir die ersten Tierchen mal jagen. Boah, sieht das gut aus hier auch. Bis jetzt jede von denen, wo wir drin sind, jedes Biom ist jetzt schon mal sehr, sehr stimmig. Und hier sollen wir das erste Mal jagen. Hier brauchen wir das Messer zum Kämpfen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Können wir den blocken? Huch, nee, er springt. Wieso springt denn der auf die Maustaste? Ach! Nee! Ich glaube, es ist ein Dash. Alles klar, wir können weg dashen. Wir können ein bisschen ausweichen. Da rannte gerade eben irgendwas, Leute. Da ist ein Tier im Wasser. Oh, wie gut. Wie cool sieht das denn aus? Es frisst irgendwas. Das ist bestimmt aggressiv, ne? Was bist du? Boah, es ist aggressiv. Okay. Müssen die... Oh, wow, Krankheit, wenn wir im Wasser rumlaufen. Es kommt angeflitzt.
Wow. Wow. Das ist gut. Ich mag es mit dem Dashen. Gefällt mir. Wir müssen nur die Ausdauer im Auge behalten. Hat es nicht getroffen, ne? Wir haben's. Wir haben's erwischt. Es sieht das cool aus. Ich finde die Viecher jetzt schon gut. Also einmal das Baumvieh, was wir gesehen haben. Okay, gedrückt halten. Und das hier auch. Okay, was kriegen wir da? Fleisch, Fleisch, Knochen. Und Leder oder was? Fell? Wie gut. Okay, wir müssen 3 Stück von denen jagen. Ich bin so gepackt, Leute. Ist das schön. Und auch hier diese Türme. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Da ist noch einer. Hallo? Ich höre noch, da ist noch eins. Es hat uns gesehen. Oh, aufpassen, es hat uns erwischt. 10 Schaden hat es gemacht. Okay, wir bauen es ab. Ich... Schön, Leute. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Auch die Soundkulisse ist fantastisch gemacht. Was für ein schönes Spiel. Was für fantastische Welten. Was freue ich mich drauf, das alles zu entdecken. Wir sind ja schon mitten dabei. Oh, guck mal, hier sogar. Da rennt was Kleines. Oh, wir haben es erwischt. Was bist du? Das war was anderes, ne? Ach, guck mal hier, wir teilen das auf zwischen Beutetier und Raubtier. Okay, was sagt denn das Gewicht? Wir können noch ein bisschen was tragen. Cool, sie haben mit ein paar Palisaden hier. Gefällt mir. Was immer es ist, was bist du? Kann man den... Nee, kann man nicht. Okay. Das ist bestimmt schwer, ne? Geht. Metall. Ich höre noch so ein Vieh hüpfen. Da draußen. Okay, das sind einfach nur normale Bärchen. Aber schon abgefüllt in kleine Säcke. Oh, guck mal hier, menschliche Truhe. Handwerkerkarte. Spielen Sie diese Karte, um die Robustheit hergestellter Gegenstände zu erhöhen und Herstellungsstationen immer durch die optimale Umgebung zu erweitern. Unabhängig von der tatsächlichen Platzierung. Hallo! Platzierung. Nee, nein. Ach, jetzt habe ich was gegessen. Roher Edelstein. Alle Gegenstände nehmen. Was sagt das Gewicht? Geht. Geht noch. Hier, du, komm mal her. Nicht abhauen. Boah. Das Kampfsystem gefällt mir auch schon. Hupp, weg da. Ja, wie er auch ausweicht. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Die sehen cool aus, die Viecher. Erinnere mich vom Kopf so ein bisschen an die... An klassischen Scamp. Scamp oder Scamp, wie auch immer. Scamp aus den Elder Scrolls Spielen. Ah, wie cool. Huch, Erinnerung, Hoffnungsecho. Und die sammeln wir erstmal ein. Wir gucken dann später mal durch, ob wir irgendwo die Notizen nachlesen können. Ich hoffe einfach mal sehr. In einem ruhigen Moment. Aber jetzt will ich mich erstmal weiter umgucken hier. Wow, wie gut. Ich bin sprachlos gerade. Ich genieße einfach nur... Ist das cool. Ob man vielleicht auch selber irgendwann so einen kleinen Ballon sich bauen kann zum Beispiel. Das wäre so cool. Kann man hier... Tatsächlich, das kann man einsammeln, das Fläschchen. Ach, guck mal, wir klettern automatisch hoch. Ziehen uns dran hoch. Finde ich super. Steht hier noch mehr rum? Nee, hier steht nichts rum. Sieht aber alles sehr, sehr cool aus. Ach, guck mal hier mit den... Bojen hier unten runter. War das vielleicht sogar was zum Fliegen? Das hätte was. Nur ein kleines Luftschiff noch. Ah, wie schön. Da steht nochmal eine Kiste.
Minenkarte, Schatzkarte, Talisman des Blutes. Okay, wir finden schon einige an diesen Karten, die wir dann ausspielen können. Ob wir unsere erste Welt dann schon ein bisschen verändern können dadurch. Ein bisschen Einfluss nehmen. Würde ich fast schon mal so sagen, so eine Handwerkskarte hört sich gar nicht schlecht an, ne? Ah, wie gut. Hallo. Haben wir eigentlich... Achso, ja, wir haben... alles eingesammelt. Wir sollen jetzt herstellen eine Kapuzenpelerine. Okay, was ist auch immer eine Kapuzenpelerine? Wo stellen wir das her? Hier, provisorische Kapuzenpelerine. Herstellen. Okay, haben wir. Wo ist sie? Da. Ausrüsten. Okay, wir haben sie ausgerüstet. Und ich glaube, wir haben unsere Werte erhöht. Noch einmal eine Handwerkskarte. Infusion der Zeit. Tempo. Attributsmultiplikatoren. Bewegungstempo plus oder gesteigert um 10%. Frage ist, wie lange hält das, wenn man sowas nimmt? Die Karten sind doch gar nicht hier drin, ne? Okay, die haben wir nicht einfach so im Inventar. Irgendwie haben wir Lebensenergie verloren, Leute. Also nicht mehr so viel wie eben. Das Maximum ist gesunken. Wir hatten eben noch ein Maximum von 75 Lebenspunkten. Jetzt haben wir nur noch ein Maximum von 56 Lebenspunkten. Warum? Was haben wir da noch gefunden auf der neuen? Was bist du? Was ist das? Nektar. Das bevorzugte Getränk von Weltenwandlern. Ihren Verwandten und den Feen. Nektar wird ihren Körper vorübergehend mit neuer Stärke und Lebenskraft füllen. Okay. Ja, noch haben wir ja volle Lebensenergie, aber nicht mehr so viel. Also eben hatten wir, wie gesagt, 75 Punkte Maximum Lebensenergie. Da ist noch eine Kiste. Healing Surf. Okay, gibt ein einfacher Schirm. Können wir den Schirm auf die Nebenhand packen? Ja, oh wie cool, da haben wir unser Schirmchen. Finde ich ja super. Das fand ich in den Trailern auch schon so ein geiles Feature, dass man gesagt hat, wie die da rumlaufen. Vor allem, dass man damit so ein bisschen springen will und auch so leicht ein bisschen schweben kann, was man in den Trailern gesehen hat. Das würde ich ja gleich gerne mal fast ein bisschen ausprobieren. Wie das so funktioniert. Hüpfen wir ein Stück. Ja, wie gut. Wie cool. Finde ich super. Macht Laune. Gleiter ein kleiner. Erinnert mich dann gleich wieder an den Gleiter in Palworld. So ein wenig. Können wir riskieren, hier runter zu hüpfen aus der Höhe mit dem Schirmchen? Können wir. Oh, ich bin Mary Poppins. Zack, ab geht's. Ah, wie cool. Aber warum haben wir keine volle Dings mehr? Gebratenes Fleisch nehmen und... Okay, wir sollen unser Fleisch durchbraten, was wir haben, ne? Aber drüben ist noch so ein Türmchen. Ist das da oben das... Ist das das Portal da oben? Da sind jede Menge von den Viechern unterwegs. Will jetzt aber mich erstmal mit keinem mehr anlegen. Lass uns mal darüber laufen zu dem zweiten Turm. Wenn wir hier überhaupt durchkommen. Haben wir eigentlich eine Karte? Oh ja, wir haben eine Karte. Okay, die Welt ist wirklich recht klein, diese Nebenwelten, so wie es aussieht. Sind wahrscheinlich wirklich alles nur jetzt erstmal Tutorial-Welten. Er hat ja schon gesagt, wenn wir hier durch sind, scheint es erst richtig loszugehen. Dann können wir selber ein bisschen gucken. Ich will da rüber, Leute. Oh. Ah, wie gut. Klamotten werden sogar nass und irgendwie scheint das Sumpfwasser nicht gerade das Gesündeste zu sein. Oh, hallo ihr. Hier geblieben. Erwischt! Erwischt! Die sehen auch cool aus mit den Hörnchen, die kleinen Ratten hier. Die Viecher sind auf jeden Fall jetzt schon gut gemacht. Spricht mich sehr, sehr an, das Design. Ach, guck mal, hier können wir auch noch Sachen mitnehmen. Warum nicht? Ach, guck mal, nochmal dasselbe wie drüben so ungefähr. Was sagt denn das Gewicht? Geht noch. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden können. Gibt es hier auch Truhen wieder? Wie drüben? Ja, hier steht auch nochmal eine rum. Bauholz. Roher Edelstein. Wir nehmen erstmal mit, was wir schleppen können. Und ich würde sagen, wir bauen uns mal gerade auch schnell mal hier ein Lagerfeuer und gucken mal, ob wir irgendwie unsere maximale Lebensenergie wieder steigern können.
Zeig mal her. Überleben. Nee, warte mal. Hier, Grundlagenherstellung. Lagerfeuer. Platzieren. Einmal hier. Brennstoff hinzufügen. Schmeiß mal das alles rein. Und davon nochmal so 10 dazu. Okay, anzünden. Gebratenes Fleisch. Raubtierfleisch. Können wir es gleich... Ja, können wir. Okay, durchbrutzeln. Okay, das dauert einen Moment länger. Finde ich aber gut. So, wir haben noch ein paar rohe Beeren. Essen wir die doch nochmal kurz. Finde ich gut. Nimm das mal aus der Schnellwahl raus. Geht das? Ja, ne? Ja, super. Pack mal den Schirm mal auf die 0 und die Fackel mal auf die 9. Finde ich schon mal gut. So. Alles klar. Das brutzelt einen Moment. Nebenhand mal weg. Oder warte, lass mal den... Wir nehmen mal den Schirm. Das hat irgendwie was. Gefällt mir. Ist das... Leute, ich bin einfach so gepackt. Kann gar nicht aufhören, mich hier umzugucken. Okay, wir brutzeln uns das durch. Futtern das, vielleicht können wir eigentlich auch nochmal hier so ein provisorisch, können wir das ruhig hier auch aufstellen. Kostet doch nicht so viel. Komm. Stell das hier mal oben drüber. So. Geht das? Geht. Finde ich gut. Und dann, auch wenn wir es vielleicht nicht wirklich brauchen, bauen wir trotzdem alles einmal hier kurz auf. Nur zum Gucken. Ach guck mal, er zeigt sogar an, dass wir da irgendwie ein Feuerchen in der Nähe haben. Kurze Ausruhzeit. Okay, wir sind voll ausgeruht, hat aber auf die Lebensenergie keine Auswirkung, auf unsere maximale Lebensenergie. Ist die gesunken, weil wir die Dings angezogen haben? Zeig mal her. Das lässt unsere Lebensenergie noch weiter sinken. Okay. Okay, keine Ahnung. Gegenstände einsammeln. Jawohl. Und... Achso, da auf der 6 haben wir es. Oh, sieht lecker aus. In so ein Blatt gewickelt. Haust hier rein. Aha! Okay, wir müssen richtig schön satt sein. Und schon geht unsere Lebensenergie wieder nach oben. Fürs Ausruhen bringt es... Steigt langsam. Okay, steigt langsam. Ist noch eins. Und wir sollen so eine Heilsalbe nehmen. Ne, wir sollen 3 herstellen. Wie stellen wir denn Heil? Können wir die herstellen? Ah ja, hier, Heilsalbe. Knochen. Knochen, Raubtier und Fasern. Okay, wie cool. 3-mal Heilsalbe herstellen. Ah, jetzt geht unsere Lebensenergie richtig schön nach oben. Guck mal. Vielleicht gleich noch so eine, wie das auch brutzelt hier gemütlich vor sich hin, gleich nochmal so eine Heilsalbe nehmen. Oh, die haben hier Stacheldraht außen an der Palisade dran. Nehmen die Heilsalbe. Okay, wir müssen... Jetzt habe ich gebratenes Fleisch gegessen. Wir müssen noch eins haben. Können wir noch mehr? Hier, wir haben noch 2-mal Beutetier. Hoffentlich zählt das auch. Sehr, sehr cool. Okay, wir haben Heilsalbe und wir haben was zu essen. Und wir sind ausgeruht. Das Feuer ist aus. Dann... Hier, 5 Stück. Anzünden. Sollte reichen. Wir können ja nebenbei noch mal ein bisschen was sammeln. Vielleicht sollten wir uns auch noch mal so ein Tierchen holen oder ein paar mehr, um einfach nur ein bisschen Fleisch zu haben. Wer weiß, wie die nächste Welt aussieht. Und ob es da auch so Tierchen gibt, die wir einigermaßen leicht erlegen können, so wie die jetzt hier. Die hier rumschleichen. Können wir eigentlich auch mit so einer Axt oder so kämpfen hier? Ah, damit können wir auch blocken. Okay, mit dem Messer können wir dashen. Mit der großen Waffe können wir blocken. Finde ich gut. So, mal gucken. Hier rannte doch eben noch so ein Viech rum. Wir holen uns nochmal ruhig welche. Oder so ein paar von diesen kleinen Ratten. Da, ich höre was. Da läuft eine. Haja! Haben wir. Okay, wir brauchen aber das Messer, um die... zu zerlegen. Alles klar. Oh cool, wir nehmen automatisch wieder den Schirm in die Hand. Weil wir die zuletzt in der Hand hatten. Finde ich gut.
Da ist doch so ein größeres Vieh. Ah, er kommt. Oh, okay, da macht natürlich einiges mehr Schaden mit der dicken Axt. Oh, ich häng fest. Ach, vorbeigesprungen. Roms. Oh, Leute, das Kampfsystem gefällt mir. Gefällt mir jetzt schon. Alles klar. Ich würde sagen, was wir haben, haben wir ruhig erstmal. Ich muss aber noch ein paar von den kleinen Viechern erwischen. Der Sound ist super. Auch diese leichte Musikuntermalung. So, so stimmig. Einfach herrlich, Leute. Guckt euch mal bitte an, wie das hier aussieht. Wie die Pfütze da gerade so spiegelt hier, ne? Mit dem Laub auf dem Boden. Wie die Blätter so leicht fallen, wenn da nicht so Herbstfeeling aufkommt. Einfach und das einen so reinsaugt in das Spiel. Unglaublich schön. Ich bin so abgeholt. Ich bin so abgeholt. Ist da hinten noch so ein Viech? Da ist noch so ein Viech. Ich erkenne die Segelohren. Die Scamp-Ohren. Ich erkenne sie. Die scampigen, flatterigen Fledermausohren. Gib mal hier. Nee, gib mal die her. Schleichen wir uns ein bisschen an. Jabba! Hammer. Da kommt noch welche. Da sitzt noch so ein kleines Rattenvieh. Das können wir auch gleich noch mitnehmen. Da läuft doch. Ah, das hat er schon erwischt. Okay, dann holen wir uns das Fleisch. Alles klar, gehen wir mal zurück und brutzeln unser letztes Fleisch durch. Und dann gucken wir mal, wo das Portal. Oh, es fängt an zu regnen. Oh, wie schön. Da ist schon wieder das leichte Donnergrummeln im Hintergrund. Super. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Es gibt auf jeden Fall also auch Wettereffekte. Und Wetterwechsel, so wie es aussieht. Super. So, du schönes. Hallo? Weg von unserem. Oh, weg von unserem Zelt, du ranziges Vieh. Ja, komm her. Oh, wie weit wir nach hinten springen können. Mit dem Dash. Mal auf, ich glaube, wir nehmen lieber hier die Axt für den. Der scheint mehr auszuhalten. Ja, komm. Vorbei. Au, oh, er hat uns erwischt. Ging aber noch vom Schaden. So, dann dich auch noch zerlegen. Dann stellen wir unser letztes gebratenes Fleisch her. Beziehungsweise brutzeln alles durch, was wir durchbrutzeln können. Hier, schmeiß mal davon, keine Ahnung, 15 rein. Und davon, Stöcke haben wir nicht so viel, mal nochmal 5, aber können wir jetzt noch gleich noch ein paar sammeln, als wenn die nicht genug Stöcke rumliegen würden. So, da haben wir was genommen, jetzt stellen wir nochmal Heilsalbe her, wenn wir können. Oh ja, und wie wir das können. Warum nicht? Und dann auf jeden Fall nochmal hier. Alles an. So müssen wir mal die Sachen rausnehmen. Müssen wir mal durchbrutzeln, bevor wir das nächste anschmeißen können, glaube ich. Essenzstaub nehmen. Gewinnen Sie aus Gegenständen in Ihrem Inventar lebenswichtigen Essenzstaub. Gucken wir gleich mal. Jetzt würde ich gerne erstmal weiter durchbrutzeln hier. Die beiden. Mal sortieren mal um. Mach das Essen mal nach vorne. Heilsalbe nach da. Vielleicht sogar Heilsalbe nach ganz hinten. Oder nee, mach mal so. Schirm, Fackel, Essen, Heilsalbe. Und nehme auch das Schirmchen raus. Okay, hier durch unser Zelt regnet es aber ein bisschen durch. Oh, hat auch schon Schaden genommen. Ich glaube, wir haben sogar selber drauf gehauen. Okay, unser hat ein bisschen Schaden genommen, unser Zelt. Und wirklich wasserdicht ist es auch nicht, unser Unterstand hier. So, nochmal ein bisschen Fleisch. Die drei auch noch durchbraten, aber kurz gucken. Essenzstaub. Talisman des Blutes. Mhm. Gemeißelter Steingranit. Bringt 4 Essenzstaub.
Infusion der Bosheit, Nahkampfschaden. Wie ne... Können wir damit schon einfach unsere Werte steigern? Extrahieren an... Okay, anwenden können wir es nicht. Nee, dann lassen wir es. Haben wir hier Erz, Zinn, Blume, Ringelblume. Keine Ahnung, wir extrahieren einfach mal aus den einfachen Sachen hier. Hier und aus dem Aloe Vera extrahieren wir auch mal. Oh, das bringt 48 Essenzstaub. Vielleicht nehmen wir lieber hiervon ein bisschen was. Von den einfachen Pflanzenfasern. Oder hier, was ist Saatgut? Keine Ahnung. Extrahieren wir ein bisschen was. Nutzen Sie Essenzstaub, um abgenutzte Werkzeuge oder Kleidung in Ihrem Inventar wiederherzustellen. Wo ist denn der Essenzstaub jetzt? Fell. Ach, okay, reparieren können wir. Ah, okay. Da steht, okay, der wird nicht ins Inventar gepackt. Den haben wir irgendwo einfach dann. Okay, reparieren. 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 Die Klamotten sehen noch gut aus. Okay, gut, können wir das hier eigentlich auch zerlegen? Ja, ne? Aber das ist ja eine schlechtere Rüstung, als wir jetzt haben. Zerlegen wir die auch mal. Oh, finde ich gut. So, das ist durchgebrutzelt. Kehren Sie zu Puck zurück. Okay, machen wir. Vorher hätte ich aber gerne noch ein paar Stöcke gesammelt. Einfach nur so, fürs Gefühl. Ne, die lassen wir jetzt mal kriechen. Ich will nur noch ein paar Stöckchen sammeln. Ah, Puck ist irgendwo. Wo ist er? Da ist Puck. Puck! Jetzt ist er wieder weg. Wo ist eigentlich das Portal? Zeig nochmal her. Das muss doch hier genau... Ah, in der Richtung. Okay, hallo Puck. You stole a life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. First you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah, no need for words. Hm. Only thought. Okay, sieht so aus, wenn wir hier unsere Startwelt aussuchen, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal den Wald. Scheint auch das erste, also scheint von den drei Biomen das einfachste gewesen zu sein. Fangen wir erstmal da an. Play your cards, but beware. The bound will storm once the archway rouses. Crack their pitiable little skulls. Okay. Show no mercy. Hört sich an, als würden wir, wenn wir das Portal öffnen, einen Angriff auslösen. Gucken wir gleich mal. Nehmen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Stöckchen mit. Aber Steine haben wir ein bisschen was dabei, ne? Ist das gerade stimmig mit dem Donnern? Ich hoffe, es ist nicht zu laut jetzt, der Ingame-Sort mit dem Regen, dass man mich noch gut hört. Oh, da liegt noch so ein Viech. Nehmen wir natürlich mit, wenn es hier eh schon rumliegt. So, wo, da lang muss das Portal sein. Okay, es ist da oben. Das ist es. Ha, was? Wer? Oh, eieieiei. Nee. Oh, wei. Der hat mal richtig gescheppert. Ich glaube, wir haben ihn am Kopf getroffen. Alles klar, haben wir dich. Oh, ich glaube, der... Oh, da ist noch ein Viech. Greifen die jetzt alle an hier? Ich glaube, der Regen hat Auswirkungen darauf, wie wir uns bewegen. Kann das sein, wenn wir zu schwer sind durch die Feuchtigkeit? Wir müssen auch mit dem Messer erstmal kämpfen, solange es regnet. Oh, keine Ausdauer. Gerade noch weggekommen. Oh, das macht Laune. Die Frage ist, greifen uns die Viecher gleich an oder greifen uns was anderes an, wenn wir das Tor hier öffnen? Ist super. Oh, ich glaube, da läuft noch, kommt noch irgendwas, oder? Nee. Okay, sammeln das alles ein. Nochmal so ein Echo.
bin jetzt mal gespannt. Können wir. Oh, guck mal, wir haben schon wieder. Wir haben schon wieder keine volle Lebensenergie mehr. Warum? Müssen wir schon wieder was essen? Ja, tatsächlich. Wir müssen schon wieder was essen. Okay. Obwohl, wir sind doch vollkommen satt unten. Aber wir essen trotzdem noch mal was. Nimm den Schirm wieder raus. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass wir jetzt hier im Regen kämpfen. Wenn wir hier kämpfen müssen. Ah, okay, wir können hier noch gar nichts bestimmen mit den Karten, die wir gefunden haben. Wir können nur das reintun. Okay. Portal öffnen. Remain vigilant while the realms align. Ja. Kommen die Viecher jetzt? Da hinten hüpft auf jeden Fall eins rum. Nee, da kommen welche raus. Oh, die sehen aber übel aus. Okay, der hat aber schon mal gescheppert. Weil. Okay, okay, komm her. Oh, sehen die gut aus. Oh, oh, oh. Wumms. Alles klar, können wir die abbauen? Nee, die können wir nicht abbauen. Oh, launig. Oh, launig. Können wir jetzt durchlaufen hier? Begeben sie sich in die... Nee, ist noch nicht fertig. Oh, da kommt noch mehr. Oh, 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 oh. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, die sind aber anders. Die krabbeln jetzt rum. Oh. Oh. Die sind schon ein bisschen anders, Leute. Cool. Ich habe irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Finde ich gut. Finde ich gut, aber wir weichen durch hier. Ah, ist es fertig? Können wir rein? Ja! Die meisten Feinde verfolgen sie nicht dauerhaft. Okay, warte. Your path forward is winding and full of terrors. Survive the realms and rebuild all that has been lost. Boah, es ist super, Leute. Ich bin gepackt. Gepackt, gepackt, gepackt. Der Hype ist auf jeden Fall noch größer, als man sagen kann. Hat mich sowas von abgeholt jetzt schon, das alles. Da hab ich Bock drauf. Da ja so Bock drauf. Cool, und das ist jetzt unsere erste eigene Heimatwelt wahrscheinlich, wo wir jetzt hinkommen. So, Internet, das lass mich nicht hängen hier. Noch ein zweites Mal, das wäre echt schlimm. Alles klar, Reise fortsetzen. Da sind wir. Oh, guck mal da. Was ist das denn für ein Kuppelbau? Puck. Ah. We made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. This realm has long been forgotten by the Fey, left in limbo, not unlike you. How fitting. Mm. And thus, here is yours to put down roots. But beware. In short time, darkness will descend, and with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledged. Okay. Ah, wie gut, Leute. Alles klar. Lass uns erstmal kurz das da angucken. Was für riesige Ruinen auch mal da unten. Cool. Ich glaube, hier dürfen wir uns jetzt was aufbauen. Huh. Psch, psch, so schön. Alles klar, Leute. Also, Stein. Wir sollen einen Steinhaufen bauen. Machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal kurz, was das hier ist.
mal eine Fackel raus. Was ist das? Sammeln. Was zu essen, so wie es aussieht? Oh, ist das schön gemacht alles. Okay, also ich schätze mal hier, das wird unsere Heimatwelt, von der aus wir los... Da liegt ja ein Schiff da oben. Von der aus wir... Oh, guck mal, da oben mit dem Wasser. Ist das cool. Das sieht sowas von fantastisch gemacht. Nimm die Axt raus, zur Sicherheit. Lass mal gleich mal da oben gucken. Okay, wir sollen hier einen Steinhaufen aufbauen. Besetzen Sie ein Stück Land für Ihr Anwesen. Okay. Die Frage ist dann, wenn wir jetzt so wie groß ist die Reichweite, wenn wir so einen Steinhaufen setzen? Können wir hier überall was bauen, wenn wir einen Steinhaufen setzen? Oder Feinde bezwingen? Wo ist denn hier ein Feind? Hier ist eine Kiste. Leichter Heiltrank, Infusion der Katharsis, Widerstand gegen Gift, leichter Krafttrank, leichter Verjüngungstrank. Oh, wir sind überladen. Mist. Ist das hier auch so ein Rest von irgendeiner Statue oder irgendwas? So gut. Da rennt irgendwas rum auf der anderen Seite. Hallo? Achso, wir können... Ah, da ist so ein Vieh! Wie kommst du hier rein? In unsere friedliche Waldwelt. Keine Ahnung. Oh, da sind noch mehr. Oh, der hat irgendwas am Kopf. Mist. Wir sollten es nicht so oft treffen lassen. Okay, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Der für Laterne auf der Birne. Roms. Hier, gib mir deine Sachen. Wo wir schon überladen sind. Wer bist du, der Laternenmann? Okay, nimmt aber auch normalen Schaden, auch wenn er eine Laterne auf dem Kopf hat. Wumms. Wie gut. Roms. Ah, aber dich. So. Ich höre noch mehr? Nee, ne? Oder müssen wir den Steinhaufen bauen, damit hier keine Viecher rein können? Müssen wir die Welt erst für uns in Beschlag nehmen? Keine Ahnung. Wir sind um einiges überladen. Wir können auch nicht mehr springen. Wir müssen mal ein bisschen was rausschmeißen oder was kaputt machen. Hier, achso, wir können nicht... Wenn wir das zu Essenz machen, machen wir alles zu Essenz, ne? Erz, Zinn. Komm, das wiegt einiges. Mach mal ruhig. Wir können ja eh, glaube ich, noch kein Erz verarbeiten irgendwie. Also weg damit. Die Barren lassen wir mal. Arcana Docht. Vielleicht für Kerzenherstellung. Ich glaube, wir können uns wieder bewegen, ne? Ja, wir können uns erstmal wieder bewegen. Wie cool, Leute. Ein Schiffswrack hier an Land. Super gemacht. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich gleich mal irgendwo dann gucken. Hier aber auch, dass wir uns eine Stelle suchen, wo wir diesen Steinhaufen mal aufbauen. Keine Ahnung, ob der für die ganze Welt gilt. Oder lass mal auf die Karte kurz gucken. Portal. Besetzung abgeschlossen. Wilhelmina, Esse. Oh, hier gibt's hier NPCs. Was haben wir da? Weltlicher Trans... Okay, hier ist das Portal. Verbrauchen Sie kleine Weltenkarten, um weltweite Effekte auszulösen. Okay, vielleicht sollten wir irgendwo in der Nähe anfangen, uns aufzubauen, wo... Oh, was ist das? Wo das Portal nicht allzu weit weg ist vielleicht. Einfach mal irgendwo ein einigermaßen flaches Stück Land suchen. Und eigentlich würde ich gerne mit dem Blick aufs Wasser bauen. Weil das einfach richtig, richtig schön aussieht in dem Spiel hier. Also was wir bis jetzt gesehen haben. Ich will ein bisschen was von dem Wasser im Hintergrund haben. Irgendwo so ein bisschen an der Küste irgendwie. Laufen wir in der richtigen Richtung? Zeig mal her. Hier aber auch so eine kleine Bucht mit einem Flusslauf.
Lass mal hier irgendwie die, entweder hierhin oder dahin. In die Richtung so ein Stück. Und dann gucken wir mal, wo wir hier so einen Steinhaufen aufstellen. Haben wir überhaupt genug Steine, um den bauen zu können? Was brauchen wir denn für so einen Steinhaufen? Brauchen Steine und Steinblöcke. Ach, warte mal, wir haben doch eine Dings dabei hier, eine Spitzhacke. Können wir nicht Steine abbauen hier? Können wir den abbauen? Nee, den nicht. Aber wir haben ja schon welche gesehen. Ich habe einen Wolf gehört. Hier, Steinhaufen. Wahrscheinlich können wir davon nicht genug tragen jetzt. Muss man nochmal unser Inventar gleich ein bisschen ausmisten. Ich glaube, ich habe zu viel mitgenommen erstmal am Anfang jetzt. Ah, das ist ein Steinblock aus Sandstein. Ja, wir sind überladen. Ich glaube, wir schmeißen einfach mal ein paar Stöcke und Pflanzenfasern erstmal raus und dann machen daraus Essenz. Ja, komm. Extrahieren. Und extrahieren, dass wir das erstmal los sind. Dass wir uns ein bisschen bewegen können. Dann können wir auch gleich unsere Sachen vor allem reparieren, ne? Reparieren. Reparieren. Okay. Ich habe auf jeden Fall zweites Mal schon jetzt einen Wolf gehört. Wölfe gibt es also auf jeden Fall auch. Ja. Ich glaube, da vorne sitzt sogar einer. Da. Da sitzt auch einer. Da sitzt noch einer. Da sind gleich mehrere. Okay, keine Ahnung, wie gefährlich sind. Wir gehen vielleicht mal ein bisschen außen. Oh, oh, da kommen Viecher. Weg von den Viechern. Ich höre ein Wildschwein. Okay, Wildschweine, Wölfe, gibt's alles? Kommt das? Oh nein, da kommen Wildschweine. Wildschweine! Keine Ahnung, wie stark die sind. Okay, nicht so super stark, zum Glück. Jedenfalls, solange sie einen nicht treffen. Oh. Okay, wir haben unsere ersten Wildschweine erlegt. Und die Viecher kommen hinterher, ne, die wir da angelockt haben, oder was? Nee, kommen sie nicht. Okay. Ja komm, dann müssen wir ja mitnehmen jetzt hier. Beutetier Klasse 1 wird auch noch in verschiedene Stufen unterteilt anscheinend. Das ist erstmal Beutetier Level 1. Okay. Finde ich gut. Sammeln das erstmal ein. Oh, jetzt sind wir wieder überladen. War ja klar. Wir müssen den Steinhaufen bauen, Leute. Ich weiß nur nicht, wo. Ich renne auch die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich da runter. So, wir haben ja einen Kompass. Der sollte vielleicht mal helfen, dass wir in die richtige Richtung kommen. Wir wollen jetzt mal schön nach Südosten hier. Alles klar. Und wir müssen jetzt aber auch langsam, wenn ich so auf die Uhr gucke, auch wenn es eine XXL-Folge werden sollte. So ist es jetzt auch geworden. Da sind Viecher. Müssen wir jetzt langsam zum Ende dieser ersten Folge kommen. Ihr Lieben, bevor wir dann unseren richtigen Standort suchen, geht es dann in der nächsten Folge weiter mit dem Steinhaufen aufbauen. Dann gucken wir mal, dass wir anfangen, uns überhaupt ein bisschen was aufzubauen. So, ab nach Südosten renne ich wieder in 1000 andere Richtungen. Oh, 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 hier, guck mal. Jung, ist, nee, nicht so, ist was. Lebensenergie ist schon wieder viel zu weit unten. Ja, besser, viel besser. Nimm die Axt raus. Ich finde doch diese Ruinen, die hier rumstehen, so interessant. Aber okay, wir müssen... Ach, hier, guck mal, was bist du? Auf jeden Fall irgendein Erz zum Abbauen. Das hier auch. Oh, ist das gut, Leute. Oh, da hinten haben wir auf jeden Fall mal Wasser. Wir müssen Südosten, haben wir gesagt. Ne, wir wollen erstmal nach Südosten. Also irgendwie das Portal zumindest mal in Reichweite haben. Weil von da aus, von unserer Hauptbasis, brechen wir dann auf, durch mehrere Portale zu reisen. Denke ich. Oh nein, Wölfe! Ich renne auch in alles rein noch jetzt hier. Oh. Natürlich treffe ich ihn nicht mal. Oh, guck mal, was die für Lebensenergie haben. Die sind aber um einiges stärker. Und jetzt kommt auch noch so ein Vieh dazu. Ein Gehörnter. Roms. Roms. Mann, hält der was aus. Okay, wir könnten noch nicht zum Ende kommen, weil wir nochmal angegriffen werden von Viechern. Oh. Oh, oh, keine Ausdauer. Oh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauerregen. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Nicht irgendwo runterfallen nach Möglichkeit. Und wir haben unser Schirmchen dabei, ne? Huh. Huh. Ich glaube, wir müssen wirklich unbedingt diesen Steinhaufen setzen, damit uns die Viecher hier in Ruhe lassen. Hoffe ich einfach mal.
Und ich glaube, überall, wo ich langlaufe, hier locke ich neue an. Kann das sein? An jedem, von diesem Ort, an dem wir vorbeikommen, kommen Viecher raus. Ja, kommen auch. Und da ist auch nochmal ein Wolf gleich wieder. So viel zu unserem friedlichen Wald. So friedlich ist der gar nicht. Der hat irgendwas in der Hand. Als wenn er was werfen wollen würde, sah das gerade so aus. Können wir irgendwo hochklettern? Nee, aber der wirft was hinter uns her, Leute. Ich glaube, der hat was geworfen. So, rauf, rauf, rauf. Ich will hier weg von den Wölfen. Ich will weg von den Viechern erstmal. Verstand? Die Gegner verfolgen uns nicht ewig. Oder die meisten Kreaturen stand da. Erstmal weg hier. Erstmal weg hier. Das sind nur Hirsche, ne? Rehe und Hirsche, keine Wildschweine. Hep. 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 So, sind wir jetzt einigermaßen in der Richtung vom Portal gelaufen? Ich denke schon. Vor allem können wir mal ein bisschen aufs Wasser gucken hier. Okay, Lieben, jetzt müssen wir wirklich zum Ende dieser Folge kommen, bevor die nächste... Ja, ich will nicht an die nächste Ruine ran, sonst kommen wir auch gleich wieder Gegner raus. Jetzt müssen wir wirklich zum Ende dieser Folge kommen. Ich werde mal gucken, dass wir in der nächsten Folge irgendwie was haben, wo wir uns aufbauen. Wo wir also erstmal diesen Steinhaufen setzen und dann gucken, wo wir uns was aufbauen. Da habe ich dann nur eine Frage, Lieben, das dürft ihr mir gerne beantworten. Diesen Steinhaufen... Gilt der, wenn wir den irgendwo, können wir den einfach irgendwo setzen und wir haben dann die ganze Welt hier beansprucht oder müssen wir den unbedingt in der Nähe von da setzen, wo wir was bauen wollen? Sonst würde ich ihn einfach irgendwo hinknallen und dann gucken, dass wir irgendwo eine ebene Stelle finden, wo wir anfangen, uns vielleicht mal ein bisschen was aufzubauen, unser Zelt aufzustellen und so weiter und so fort, erstmal, um überhaupt einen Unterstand zu haben. Ihr Lieben, das könnt ihr mir gerne verraten. Ansonsten bitte überhaupt nicht spoilern mit nichts, das wäre mir ganz, ganz lieb. Aber ihr könnt mir gerne verraten, ob es einen Unterschied macht, wo man diesen Steinhaufen aufstellt. Ob wir den, wie gesagt, irgendwo hinknallen können, hier einfach als Beacon sozusagen, dass wir sagen, das ist unsere Welt. Und dann können wir losgehen. Ich finde die Aussicht gerade mal traumhaft hier, ne? So, so schön. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass euch diese erste Folge gefallen. Ich hoffe sehr, ihr habt Bock, auch bei mir mit dabei zu sein. Auch wenn ich jetzt ein bisschen spät schon dran war mit dem Start, dass ihr einfach Bock habt, hier auch mit mir reinzustarten. Ich würde mich riesig drüber freuen, über eure Meinung, über euer Feedback. Und ja, ihr Lieben, lasst mich wissen, ob ihr Bock drauf habt. Ich auf jeden Fall sowas von. Ich denke, das hat man gemerkt. Wie immer, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dann fürs dabei gewesen sein, nochmal fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.